Strom als Nebenprodukt. Im südsteirischen Weitendorf wurde ein neues Kapitel der Energiegewinnung aufgeschlagen. Die dortige Verdichterstation sorgt dafür, dass Erdgas mit der entsprechenden Geschwindigkeit durch die Pipeline fließt. Ab jetzt wird hier auch noch Strom erzeugt. Und das absolut umweltfreundlich. Insofern ist das hier eine tolle Sache, weil dieser Strom, den wir hier produzieren, der wird so wie bei einem Windpark oder bei einer Photovoltaikanlage, ohne dass hier CO2 produziert wird, erzeugt. Verdichterstationen erhöhen den Druck des Gases in der Pipeline und sorgen so für dessen schnellen Transport. Dabei entsteht Wärme. Die ist bisher einfach verpufft. Jetzt wird diese Abwärme genutzt. Sie treibt mittels Dampfturbine einen Generator an, der Strom erzeugt. Hier nutzen wir direkt die Abwärme und müssen das koordinieren mit der Verdichterstation. Das ist auch in dieser Form einzigartig in Europa. Es ist bisher keine solche Anlage gebaut worden. Diese Anlage, die über 28.000 Haushalte mit Strom beliefern kann, wurde jetzt ganz offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Solche aufwendigen Großprojekte können nur mit der Unterstützung der Bevölkerung realisiert werden. Wir haben gemeinsam mit einer Bürgerplattform sämtliche Punkte, die abzuarbeiten waren, also die eigentlich uns mit der Umwelt, mit der Verkehrsanbindung, mit sämtlichen anderen Belangen, die praktisch bei so einem Einschnitt gemacht werden, haben wir versucht, aus der Welt zu schaffen. Das ist alles seitens der OMV passiert, wobei man jetzt sagen kann, es ist ein gelungenes Projekt. Dass dieses Pionierprojekt gerade hier in Weitendorf Wirklichkeit wurde, ist kein Zufall. Diese Anlage, wie Sie selbst ja beobachten konnten, ist mit einer gewissen Größe verbunden. Das heißt, es muss erst einmal der entsprechende Platz vorhanden sein. Es muss auch die Möglichkeit mit der übrigen Infrastruktur vorhanden sein. Sie brauchen Stromableitungen. Es muss auch eine bestimmte Mindestlaufstundenanzahl für diese Anlage gegeben sein, damit man hier überhaupt ein kommerziell sinnvolles Projekt andenken kann. Die Zukunft der Energiegewinnung hat schon begonnen. Hier in Weitendorf.